Zuerst einmal kann man natürlich sagen, dass das ein sehr schwieriges Jahr war, beziehungsweise die Corona-Situation natürlich für uns alle eine schwierige Situation war, weil wir nicht wussten, wie genau verhält sich der Coronavirus, beziehungsweise welchen Impact hat es auf die Branche und auch auf unser Geschäft. Natürlich auch das Messegeschäft. Viele Messen wurden abgesagt von vornherein, deswegen war es auch hier bis zu guter Letzt, sage ich mal, nicht zu 100% klar, werden wir teilnehmen oder werden wir nicht teilnehmen. Die Geschäftsführung sowie unser Inhaber haben sich relativ zeitnah aber dazu entschlossen, dass wenn der Caravansalon stattfindet, dass wir hier auch teilnehmen werden. Einfach aufgrund der langen Historie, die Hobby gemeinsam auch mit der Messe Düsseldorf hat. Und wie man sehen kann, war das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Für uns war es keine Frage, nicht an dem Caravansalon teilzunehmen. Wir wollen auch in den schweren Zeiten natürlich die Messe unterstützen, sodass wir hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Weil wir mit unseren Kunden in Kontakt treten wollen. Ich glaube auch, dass wir hier auf der Messe ein Konzept haben, was höchste Ansprüche erfüllt. Auch wir haben unseren Stand wahnsinnig groß gemacht und unsere Kunden wollen die Fahrzeuge sehen, sie wollen sie anfassen, sie wollen es erleben, sie wollen das Raumgefühl haben und deswegen denke ich, werden wir auch in Zukunft nicht auf Messen verzichten können.